Umfragen zufolge glaubt in etwa jeder fünfte Deutsche, hinter all den Anschlägen vom 11. September stecke die US-Regierung selbst und nicht die Terroristen von Al-Qaida, die sich mit dem Massenmord inmitten von Manhattan immerhin bis heute brüsten. Weltweit liegen wir damit im Mittelfeld. In England etwa liegt die Zahl der Skeptiker noch höher. Auch beim Tod von Lady Di oder bei der Mondlandung im Jahre 69 werden Zweifel angemeldet an der offiziellen Lesart. Warum wollen allzu viele glauben, dass die Welt, in der wir leben, eigentlich ein Trugbild sei, das uns von düsteren Mächten vorgegaukelt werde? Woher kommt die Lust am Spekulieren über Hintergründe, die es nach der Lage der Beweise eigentlich nicht gibt? Verschwörungstheorien, die Legenden und die Wirklichkeit. Unser erster Fall. Ein Tag, der die Welt verändert. Ist er wirklich so verlaufen wie in der offiziellen Version? Fast jeder weiß, wo er war, als zwei Passagierflugzeuge ins World Trade Center rasen. Aber kennen wir auch die Wahrheit hinter dem Angriff auf die hochgerüstete Supermacht Amerika? Kann eine Handvoll Islamisten nur bewaffnet mit Teppichmessern die stärkste Luftabwehr der Welt bezwingen? Ist es wirklich nur ein Feuer, das schon nach 56 Minuten den ersten Turm zum Einsturz bringt? Warum stürzt 7 Stunden nach dem Angriff noch ein dritter Turm ein, der kaum beschädigt scheint? Wird er gesprengt? Und weshalb gibt es im Pentagon nur ein kleines Einschlagloch, das eher zu einer Cruise Missile passt? Alles nur Zufälle? Oder Indizien, dass hinter 9/11 mehr steckt als nur ein Terroranschlag? Hat in Wahrheit gar die US-Regierung ihre Hand im Spiel, um Krieg führen zu können ums Öl? Dem traue ich ziemlich, so ziemlich im Internet was darüber gelesen, dass alles geplant war. Kann man ja nicht verleugnen irgendwie, dass es da schon Vorteile für die Regierung gibt, gerade was Öl auch angeht und die Aufbauarbeiten im Irak. Es ist schon ein bisschen komisch, wie es halt, weil sich da doch einige Ungereimtheiten ergeben haben. Ein großes internationales Spiel. Ganz einfach. Möglich ist alles, ja, wir wissen es nur nicht. Eine Theorie mit Anhängern auf der ganzen Welt. Für ihre Anziehungskraft sorgt auch die US-Regierung. Die Regierung Bush wollte nicht mit der Untersuchungskommission zusammenarbeiten. Das hat natürlich große Skepsis ausgelöst. Und man darf nicht vergessen, die offizielle Erklärung für 9/11 ist ja auch eine Verschwörungstheorie. Ein Amateurfilm hat die Zweifel zusammengefasst und daraus eine Anklage formuliert gegen die Bush-Regierung. Loose Change. Im Internet für jeden verfügbar. Millionenfach angeklickt, millionenfach geglaubt. Das ist an sich erstmal eine Erzählung, die den Menschen ganz besonders plausibel erscheint. Wir wollen nämlich eigentlich in einer Welt leben, die wir selber geschaffen haben. In vielerlei Hinsicht sind sozusagen die Pläne von Verschwörern weniger bedrohlich als sehr viel unpersönlichere Kräfte von Politik, Macht, Gesellschaft, Ökonomie und so weiter. Also Verschwörungstheorien sind nicht unlogisch, sie sind überlogisch. Die Wirklichkeit ist dagegen nüchtern. Amerikas Luftabwehr versagt, weil sie auf russische Bomberangriffe vorbereitet ist, nicht auf infame Terrorflieger. Die Jäger sind schnell alarmiert, nur wissen sie nicht, wen sie abfangen sollen. In den entführten Maschinen sind die Transponder abgeschaltet. Das World Trade Center bricht wie ein Kartenhaus zusammen wegen seiner Stahlträgerkonstruktion, der die feuerhemmende Beschichtung fehlt. Der Stahl schmilzt und wird weich. Ältere Fotos aus dem Inneren der Türme zeigen blanken, ungeschützten Stahl. World Trade Center 7, der dritte Turm, stürzt ein, weil er von Trümmern der Twin Towers schwer getroffen wird und dadurch in Brand gerät.
In Loose Change nicht gezeigte Videoaufnahmen zeigen das Ausmaß des Feuers in dem Gebäude. Und das Pentagon wird tatsächlich von einer Passagiermaschine getroffen. Allein die Bauweise des Gebäudes verhindert größere Außenschäden. Die Berechnungen des Kerosinbrands sowie Fotos von Trümmerteilen der Boeing belegen, dass die Theorie von der Cruise Missile falsch ist. Gegen eine Regierungsverschwörung spricht auch die klare Identifizierung der Täter. Sie sind in Terrorcamps ausgebildet und checken mit Messern bewaffnet in die Maschinen ein. Anführer Mohammed Atta hinterlässt Zettel mit Preisungen des Heiligen Krieges. Terrorchef Osama bin Laden brüstet sich der Urheberschaft in mehreren Videos. Für eine aktive Beteiligung der US-Regierung gibt es keinen Beleg. Jeder, der mal in einer Regierung gearbeitet hat, wird Ihnen zwei Dinge erklären. Erstens, dass der Apparat gar nicht die Kompetenz hat, so eine große Verschwörung durchzuführen. Und zweitens, dass man nichts geheim halten kann. Ich habe seit 30 Jahren Zugang zu Staatsgeheimnissen und es gab fast nichts, was nicht irgendwann in der Zeitung zu lesen gewesen ist. Längst sind alle Fakten öffentlich, die Schuld von Al-Qaida bewiesen. Dennoch hält sich zäh der Glaube an eine Verschwörung. Die meisten sind gar nicht so sehr an der Wahrheit interessiert. Und welches Motiv zieht aber dann für Verschwörungstheoretiker? Und meiner Ansicht nach ist es das zum Ausdruck bringen meiner tiefen Abneigung, meines Misstrauens gegenüber CIA oder NSA oder der amerikanischen Regierung oder von mir aus auch nur gegenüber George W. Bush. Die Verschwörungstheorie zum 11. September 2001, Symbol für politischen Vertrauensverlust. Und wohl auch verzweifelte Reaktion auf die Erkenntnis, dass 19 Fanatiker mehr als 3000 Menschenleben auslöschen konnten. Auch in unserer nächsten Verschwörungstheorie geht es um Unfassbares. Das jähe Ende einer Prinzessin der Herzen. Eine Nachricht von großer Tragik hat heute weltweit Trauer und Erschütterung ausgelöst. Prinzessin Diana ist tot. 31. August 1997. Prinzessin Diana, ihr Geliebter Dodi Al-Fayed und der Fahrer Henri Paul sterben in den Trümmern ihres Wagens. Nur Stunden nach dem Unglück tauchen im Internet erste Spekulationen auf. Diana litt schon geraume Zeit vor dem Unfall unter Todesängsten. Sie glaubte, dass man ihr nach dem Leben trachtet. Und sie hatte recht. Dianas letzter Abend. In einem Pariser Luxushotel sucht sie Schutz vor Dutzenden Paparazzi. Gemeinsam mit Dodi verlässt sie das Hotel durch den Hintereingang. Es ist der Beginn einer wilden Verfolgungsjagd, die sich Henri Paul mit den Fotografen liefert. Acht Stunden nach dem Unfall führt die französische Polizei eine Autopsie des toten Fahrers durch. Das Ergebnis? Henri Paul war betrunken und stand unter Medikamenteneinfluss. Doch im Labor wird schlampig gearbeitet. Die Blutproben sind nicht korrekt beschriftet. Pfusch oder Absicht? Versucht jemand, dem toten Fahrer Schuld in die Schuhe zu schieben? Die Verschwörungstheorie erhält fast täglich neue Nahrung. Des Mordkomplotts verdächtigt wird der britische Secret Service. Vermuteter Hintergrund: Dianas Zerwürfnis mit dem Königshaus. Ihre öffentliche Anklage gegen die royalen Verhältnisse verstößt gegen alle Regeln. People's agendas changed overnight. I was now separated wife of the Prince of Wales. I was a problem.
I was a liability, seen as, and how are we going to deal with her? They see me as a threat of some kind. Dianas neue Liebe zum Milliardärssohn Dodi Al-Fayed ist für die Boulevardpresse seit Monaten das Top-Thema. Nicht nur die Queen ist not amused. Da wird ja viel erzählt in den Medien und man wird da schon verunsichert. Es gibt natürlich gerade bei Leuten, die Geld haben und irgendwie im Königshaus stehen, immer Leute, die da im Hintergrund an irgendwelchen Fäden ziehen. Das weiß man nie so genau. Ja, ich denke, das geht dann schon von ganz oben, ne? Also, dass da im Königshaus vielleicht irgendwas vertuscht wurde. Da blickt man auch zu wenig dahinter. Die wollten einfach nicht, dass einfach so einer aus dem Orient da einer kommt. Und ja, ich kann mir das vorstellen. Dodis Vater, Mohammed Al-Fayed, glaubt bis heute fest daran, dass Diana schwanger war von seinem Sohn und dass beide deshalb sterben mussten. Spekulationen weckt vor allem der Unfallhergang im Tunnel von Paris. Bis heute fehlt das entscheidende Beweisstück, ein weißer Fiat Uno. Die wollten den Uno-Fahrer doch gar nicht finden. Und warum? Weil ihnen die Mordvariante einfach nicht ins Kalkül passte. Die Untersuchung des Wracks lässt nur einen möglichen Unfallverlauf zu. Demnach touchiert der Mercedes von Diana das Heck eines Fiat Uno und gerät danach außer Kontrolle. Trotz internationaler Fahndung können weder Fiat noch Fahrer gefunden werden. Beleg für eine Verschwörung? Ohne den weißen Uno bleibt die offizielle Version zwar lückenhaft, doch Fakt ist, die S-Klasse rast mit rund 140 km pro Stunde in den Tunnel und weder Diana noch Dodi sind angeschnallt. Fakt ist auch, Fahrer Henri Paul war tatsächlich mit 1,7 Promille unterwegs. Ein DNA-Abgleich mit dem Blut seiner Eltern widerlegt die These von der angeblich vertauschten Blutprobe. Nach 10 Jahren stellt der britische Chefermittler Lord Stevens seinen Abschlussbericht vor. Darin heißt es unter anderem, Diana war weder schwanger noch im Begriff zu heiraten. There was no conspiracy to murder any occupants of that car. This was a tragic accident. Ein betrunkener Fahrer fuhr, gehetzt durch Paparazzi, viel zu schnell in einen Tunnel. Das Ende aller Spekulationen? Solche Abschlussberichte sind Teil eines Rituales, mit dem die offizielle Seite versucht, einen Schlussstrich unter eine solche Debatte zu ziehen. Und das funktioniert eigentlich in so kontroversen Fällen nie. Trauer mischt sich mit Zweifel. Ein bloßer Unfall erscheint so unfassbar sinnlos. Ein Motiv, was wir immer wieder in Verschwörungstheorien haben, ist, dass der Tod, insbesondere der tragische, erschreckende Tod einer bewunderten, wichtigen Persönlichkeit, sehr oft dazu führt, dass die triviale Erklärung dieses Todes nicht akzeptiert wird. Die Menschen wünschen sich, sie wäre nicht tot. Es war so ein Schock. Aber in gewisser Weise war ihre Liebe und Begeisterung mitverantwortlich für die Jagd der Paparazzi, die in den Tod führte. Es gibt da wohl eine Art Schuldkomplex. Hätte man sich mehr zurückgehalten, hätte man ihr mehr Privatsphäre gegönnt, dann wäre es nicht zu jener Jagd im Tunnel gekommen und sie hätte nicht sterben müssen. Unser nächster Fall wird seit 40 Jahren heftig diskutiert. Sind Amerikaner wirklich jemals auf dem Mond gelandet? Der 20. Juli 1969. Gebannt verfolgen Millionen Deutsche das Jahrhundertereignis. Vor den Fernsehschirmen in Schaufenstern bilden sich begeisterte Menschentrauben. Dass ein Astronaut den Erdtrabanten betreten hat, können viele noch immer nicht glauben. Manch einer zweifelt bis heute. Was, wenn der Adler in Wahrheit nie auf dem Mond gelandet ist?
Schon unter Präsident Johnson war klar, dass Mondmissionen unmöglich sind. Und so kamen sie auf die Idee, die Landung zu fälschen. Ein Bluff, vor allem gegenüber den Sowjets. Die Mondlandung, kein Jahrhundertereignis, sondern nur die teuerste Filmproduktion aller Zeiten? Im Wettlauf zum Mond haben Anfang der 60er Jahre sowjetische Kosmonauten die Nase vorn. Juri Gagarin ist der erste Mann im All und auch der erste Weltraumspaziergang steht im Zeichen von Hammer und Sichel. Gerade mal 4 Jahre später die große Überraschung. Amerika hat den Rückstand aufgeholt und das Rennen zum Mond gewonnen. Beklatscht das Publikum einen erschummelten Triumph, der mit der Technik von damals gar nicht möglich gewesen wäre? In jedem Auto von heute steckt mehr Computerleistung als in der Apollo-Kapsel. 14 Monate vor dem Starttermin testet Neil Armstrong ein Modell der Landefähre. Mit katastrophalem Ergebnis. War die US-Technik wirklich schon reif für eine Mondlandung? Oder sind alle Bilder der Mission gefälscht? Ausgerechnet die gestochen scharfen NASA-Fotos wecken Misstrauen. Warum sind am Mondhimmel keine Sterne zu sehen, obwohl es dort keine Wolken gibt? Und warum scheint die US-Flagge im Wind zu wehen, obwohl es auf dem Mond keine Atmosphäre gibt? Wenn Hollywood oder professionelle Filmemacher die Mondlandung gedreht hätten, hätte sie sehr viel spektakulärer ausgesehen. Dann würden sie nämlich garantiert Sterne sehen. Dann würde alles sehr viel mehr so danach aussehen, wie die Leute sich vielleicht vorstellen, dass eine Mondlandung aussehen würde. Aber hat die NASA bei der Inszenierung vielleicht nur geschlampt? 5% der Amerikaner glauben an den großen Bluff. Und die Deutschen? Heute kommt mir das schon komisch vor, weil die so lange nicht mehr oben waren. Ich finde es ziemlich unglaubwürdig. Das könnte man ja auch einfach nachstellen, irgendwo in der Wüste oder irgendwo in einem Fernsehstudio. Der Verdacht einer Verschwörung und die Erklärung der Wissenschaft. Erstens die fehlenden Sterne. Ein Phänomen, das die Astronauten nach der Rückkehr selbst erklären. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Die Astronauten auf dem Mond können keine Sterne sehen, weil sie auf der Sonnenseite gelandet sind. Das Phänomen ist gut bekannt auf der Erde. Bei Tag kann man keine Sterne sehen. Die Sonne scheint so hell, dass alle anderen Gestirne unsichtbar bleiben. Selbst bei Nacht verblasst der Sternenhimmel in urbanen Regionen mit viel Beleuchtung. Zweitens, nicht Wind versetzt die US-Flagge in Bewegung, sondern die Astronauten selbst beim Eindrehen des Fahnenmastes. Weil es auf dem Mond keine Atmosphäre gibt, schwingt die Flagge minutenlang weiter. Auch ohne Wind. Aber wie hat es die NASA mit derart primitiven Computern bis zum Mond geschafft? Die Erklärung ist einfach. Gerechnet wird am Boden, in schrankwandgroßen Apparaten. Zur Apollo werden nur fertige Befehle gefunkt. Die Kapsel selbst braucht deshalb kaum eigene Computerleistung. Die NASA beschäftigt damals 400.000 Menschen. Gäbe es tatsächlich eine Verschwörung, dann hätten alle diese Mitwisser bis heute schweigen müssen. Das Spannende für mich daran ist eigentlich, dass es einen Akteur gibt, der nun gerade nicht die Verschwörungstheorie um die Mondlandung propagiert hat, obwohl sie eigentlich diejenigen gewesen wären, die alles dadurch gewinnen hätten können. Und das war die Sowjetunion. Die haben das nämlich nicht behauptet. Warum glauben dennoch so viele an den großen Mondbetrug? Allen voran die Amerikaner selbst.
Viele glauben einfach grundsätzlich, dass die Regierung uns belügt und nicht zum Wohl der Menschen arbeitet. Dieses Gefühl entstand in den späten 60ern, nach den Morden an den Kennedys, an Martin Luther King und Malcolm X. Im Juni 2009 hat die NASA wieder eine Sonde zum Mond geschickt. Sie soll nach Wasser suchen und endgültige Beweise liefern. Fotos von den Landeplätzen der 6 bemannten Mondmissionen. Auf den ersten Bildern ist noch wenig zu erkennen. Sobald die Sonde nah genug heran ist, soll sie bessere Fotos liefern. Die Verschwörungstheorie wird wohl dennoch in der Welt bleiben. Wer sagt denn, dass die neuen NASA-Bilder diesmal echt sind? Unser nächster Fall führt uns zurück auf die Erde, zu einer bizarren Theorie aus der Welt des Pop. Ist der erste Musikmilliardär ein Doppelgänger? Für viele ist er der musikalische Kopf der Beatles, Paul McCartney. Unzählige Gold- und Platinplatten machen ihn zum reichsten Musiker aller Zeiten. Doch Sir Paul steht nicht nur bei den Fans hoch im Kurs, sondern auch bei Verschwörungstheoretikern. Sie halten den heutigen McCartney für einen Doppelgänger, für einen falschen Beatle. Am 12. Oktober 1969 behauptet ein Anrufer in einem Detroiter Lokalsender, Paul McCartney sei tot. Zum Beweis wird Revolution No. 9 rückwärts abgespielt, was eine versteckte Botschaft hörbar machen soll. Turn me on, dead man. Zu Deutsch, mach mich an, toter Mann. Paul McCartney, so die makabre Theorie, sei 1966 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und durch einen Doppelgänger ersetzt worden. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Here are the Beatles. Die Fans sind schockiert. Nur mit Mühe gelingt es der Plattenfirma, die aufgebrachten Anrufer zu beruhigen. Zeitweise sind es bis zu 3000 am Tag. Der Verdacht wird dadurch genährt, dass die Beatles just seit 1966 öffentliche Auftritte meiden. Sie geben weder Konzerte noch Interviews. Offiziell heißt es, man wolle sich mehr auf die Arbeit im Studio konzentrieren. Diverse Plattencover scheinen Indizien zu liefern für Pauls Tod. Eine Armbinde mit dem Kürzel OPD für Officially Pronounced Dead, offiziell für tot erklärt. Warum taucht mehrmals ein Todessymbol, die segnende Hand, über Pauls Kopf auf? Verdächtig auch das Backcover des Albums Sgt. Peppers. Paul ist nur von hinten zu sehen. Die LP Magical Mystery Tour enthält den angeblich deutlichsten Hinweis. In Spiegelschrift ergibt das Wort Beatles die Telefonnummer eines Beerdigungsinstituts. Wenn Sie eine gewisse Menge von Dingen haben, zum Beispiel Ansammlungen auf einem Cover, oder wenn Sie einen Liedtext haben und Sie wollen dort etwas anderes finden als das, was abgebildet ist oder das, was in dem Liedtext drinsteht, dann finden Sie das immer unter Garantie. Auch die LP Abbey Road aus dem September 69 soll voller versteckter Hinweise sein. Paul läuft als einziger barfuß. Der Linkshänder hält seine Zigarette in der rechten Hand. Auch das Nummernschild des VW-Käfers soll kein Zufall sein. LMW stehe da für Linda McCartney Weeps. Linda McCartney trauert. Nach einigem Zögern sieht sich Paul zu einer Stellungnahme gezwungen. Das Leben ist zu kurz. Sie sollten sich mehr um sich selbst kümmern, anstatt zu grübeln, ob ich tot bin oder nicht. Böse Zungen behaupten, die ganze Geschichte sei vom Management der Beatles in die Welt gesetzt worden, um die zuletzt rückläufigen Plattenverkäufe anzukurbeln. Tatsächlich steigen die Absatzzahlen leicht. Doch liegt das wirklich an den morbiden Gerüchten? Eine Todesmeldung als Werbekuh? Handfeste Indizien fehlen.
Für einen Unfall Paul McCartneys gibt es keinen Beleg, keine Augenzeugen, kein Autowrack, keine Leiche. Unwahrscheinlich auch, dass seine damalige Freundin Jane Asher nicht bemerkt haben soll, wie Paul durch einen Doppelgänger ersetzt wird. Was bleibt, ist die tröstliche Erkenntnis, dass auch Verschwörungstheorien sterben können. Denn anders als vor 40 Jahren glaubt heute niemand mehr an den doppelten Paul. Paul McCartney ist meines Erachtens dann noch am Leben. Wenn er es rückwärts abspielt, ist dann irgendwelche geile Botschaften. Nee, glaube ich nicht dran. Wahrscheinlich sind es irgendwelche durchgeknallten Fans, die neuen Stoff brauchen. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, Elvis wäre von Aliens entführt worden. Die wirklich großen Stars scheinen wie Magneten zu wirken für Verschwörungstheorien. Elvis soll noch immer sein Unwesen treiben in Memphis, Tennessee. Und auch Jim Morrison von den Doors wurde nach seinem offiziellen Todesdatum 1971 immer mal wieder lebend gesichtet. Die Liebe der Fans kann Tote unsterblich machen und Lebende zu Legenden. Welche manchmal gar nicht so glänzenden Lebensläufe sich hinter den Fassaden der Superstars verbergen, spielt für die Auswüchse der Verehrung in der Regel keine Rolle. Ich denke mal, Musik, insbesondere die populäre Musik der letzten Jahrzehnte, ist dazu geeignet, ganz besonders viel Leidenschaft und Emotionen auszulösen. Es ist einfach die ungemeine Popularität von solchen Personen. Das sind die Protagonisten unserer Populärkultur. Und ich denke auch, die ganze Geschichte um den angeblichen Tod von Paul McCartney ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass längst nicht alle Verschwörungstheorien von allen Leuten, die sich damit beschäftigen, hundertprozentig inbrünstig fanatisch geglaubt werden. John und George sind nicht mehr am Leben. Paul aber füllt bis heute große Hallen. Totgesagte leben manchmal eben wirklich länger. Unsere nächste Verschwörungstheorie spielt hinter den dicken Mauern des Vatikans. Es geht um viel Geld und ziemlich unchristliche Machenschaften. August 1978. Weißer Rauch steigt auf aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle. Habemus Papam! Die Katholiken jubeln. Sie haben einen neuen Papst. Kardinal Albino Luciani, Arbeitersohn aus einem kleinen Bergdorf, ist der neue Stellvertreter Christi auf Erden. Ein eher leiser und sympathischer Italiener. Manche meinen, Johannes Paul I. sei eine Fehlbesetzung. Zu naiv für so viel kirchliche Macht. Niemand ahnt, dass dies die Bilder seines letzten öffentlichen Auftritts sind. Der frühe Morgen des 29. September 1978. Schwester Vincenza stellt wie jeden Tag eine Tasse Kaffee vor die Tür des Papstes. Der ist zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben. Wenig später meldet Radio Vatikan: Heute gegen 5.30 Uhr betrat der Privatsekretär des Papstes das Schlafzimmer seiner Heiligkeit, Papst Johannes Paul I. Er fand ihn tot auf seinem Bett und konnte feststellen, dass er etwa um 23 Uhr verstorben ist. Und zwar, wie es heißt, unerwarteterweise an einem Herzinfarkt. Nur 33 Tage ist Johannes Paul I. im Amt. Sein Tod gibt Rätsel auf. War es wirklich ein Herzinfarkt, wie der Vatikan mitteilt? Der Vatikan log über den Zeitpunkt. Er log darüber, wer den Papst gefunden hat. Der Vatikan log über die Papiere, die der Papst in den Händen hielt. Der Vatikan log über den Gesundheitszustand des Papstes. Er log über die versäumte Autopsie. Das waren schon 5 Lügen, bevor ich überhaupt anfange. Der Vatikan verstrickt sich in Widersprüche. Warum existieren mehrere Versionen der Umstände in der Todesnacht?
Gibt es etwas zu verbergen? Musste der Papst sterben, weil er zu viel wusste? Der Papst ist aus dem Weg geräumt worden. In dieser Zeit waren die Zeitungen voller Gerüchte, vor allem wegen der Geschichte um die Bank Ambrosiano. Die Banco Ambrosiano ist in Geldwäsche und Mafiageschäfte verwickelt. Bankpräsident Calvi stirbt an einem Strick unter einer Londoner Brücke. Ob Mord oder Selbstmord, wird nie geklärt. Die Vatikanbank ist jahrelang beteiligt an der Banco Ambrosiano. Im Verdacht steht Erzbischof Paul Marcinkus, Chef der Vatikanbank. Angeblich soll er ein Interesse gehabt haben am Tod des Papstes, weil Johannes Paul I. die Machenschaften der Vatikanbank beenden wollte. Es gab ganz sicher eine Verschwörung. Banco Ambrosiano ist kollabiert. 1,3 Milliarden Dollar sind verschwunden. Johannes Paul I. wurde umgebracht, weil er dabei war, den Dieben die Grundlage zu entziehen. Er war dabei, sie aufzudecken, ohne es selbst zu wissen. Am letzten Tag seines Lebens wollte er Marcinkus kündigen. Er sollte nicht weiter die Vatikanbank führen. Es gab noch weitere Veränderungen, die der Papst plante, aber das war die entscheidende. Auch die später verbotene Geheimloge P2 wird von manchen mit dem Tod des Papstes in Verbindung gebracht. Italienische Freimaurer sollen ebenfalls beteiligt gewesen sein. Wollten sie liberale Reformen Johannes Paul I. verhindern? Und warum verzichtet der Vatikan auf eine Obduktion? Fakt ist, Päpste werden generell nicht obduziert, weil das der Würde des Amtes widerspricht. Fakt ist außerdem, dass Johannes Paul I. schon seit Jahren herzkrank war. Nach seiner Wahl schwächen Termindruck und hohe Erwartungen die ohnehin schon angeschlagene Gesundheit. Insgesamt lassen die familiären Vorbelastungen sowie das Auftreten von Angina pectoris auf einen bedeutenden Schaden an den Herzkranzgefäßen schließen. Auch die Ödeme in den Beinen sprechen für ein schlecht durchblutetes Herz. Also nochmal, ein solches Krankheitsbild spricht mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Papst an einem akuten Herzinfarkt gestorben ist. Ein tragischer, aber natürlicher Tod. Ohne kriminelle Hintergründe, anders als im Bestseller von David Yalop. Yalop war ein Scharlatan. Ein sehr geschickter. Er hat ein ausgezeichnetes Buch geschrieben, das man als Kriminalroman lesen soll. Er hat aber nicht einen Dokumentarbericht geschrieben. Aber das Schlimme an der Sache ist, dass die meisten dieses Buch als Dokumentarbericht lesen und nicht als Krimi. Jahrtausende alte Riten, wohlgehütete Schätze und ein gewisser Hang zur Geheimniskrämerei. Der Vatikan ist für Verschwörungstheorien ein ideales Opfer, auch ohne Beweise. Es gibt kaum eine Institution, die sich so schön als Projektionsfläche für Verschwörungstheorien eignet wie die katholische Kirche. Eine 2000 Jahre alte Institution mit einer ganz eigenen Machtstruktur, die schon seit Jahrhunderten immer wieder zu allen möglichen Ausdrucken von Misstrauen, zu Verschwörungstheorien und Ähnlichem geführt hat. Bis heute raunen sich die Menschen in der Krypta des Petersdoms zu, Johannes Paul I. sei ermordet worden. Eine Legende, die sich als besonders langlebig erweist. Doch dieser Nachfolger Petri ist wohl tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben. Anders als so mancher seiner Vorgänger im Mittelalter. Auch unsere nächste Verschwörungstheorie hat irgendwie mit höheren Mächten zu tun. Es geht um Besuche aus dem Himmel, die uns angeblich seit Jahrzehnten vorenthalten werden. Diese Aufnahmen sollen die US-Regierung der Lüge überführen. Ein Außerirdischer wird obduziert. Seine Existenz wird von Washington seit mehr als 50 Jahren geleugnet. 1947 soll der Alien hier in der Wüste von New Mexico abgestürzt sein.
Die US-Luftwaffe im nahen Stützpunkt Roswell bestätigt zunächst den Fund eines UFOs, dann dementiert sie. Es seien nur Reste eines Wetterballons. Das Militär hat eindeutig da was vertuscht. Der Wetterballon, der da präsentiert wurde, war eindeutig eine Fälschung. Ja, es ist ganz klar. Die Frage ist, warum und was hat man vertuscht? An einen Wetterballon glaubt nicht einmal der Offizier, der ihn präsentiert, Major Jesse Marcel. 30 Jahre später meldet er sich zu Wort. It was not anything from this earth. Die Fundstücke stammen nicht von der Erde. Als Geheimdienstoffizier kannte ich alle neuen Flugzeugmaterialien. Das hier war etwas anderes. Seine Aussage macht weltweit Schlagzeilen. Weitere Augenzeugen wenden sich an die Öffentlichkeit. Sie liefern detaillierte Beschreibungen des abgestürzten UFOs und seiner Besatzung. Ihrer Meinung nach hat die US-Regierung die Flugscheibe samt Crew damals versteckt, und zwar hier auf einem Luftwaffenstützpunkt im Bundesstaat Nevada, bekannt unter dem Namen Area 51. Ein streng abgeschirmter Ort, über dem von Anwohnern manchmal seltsame Flugobjekte gesichtet werden. Experimentiert die Air Force hier mit außerirdischer Technologie? Die Öffentlichkeit muss draußen bleiben. Auf Eindringlinge darf geschossen werden. Viele Unentwegte lassen sich nicht einschüchtern. Sie fordern, die US-Regierung solle endlich die Wahrheit sagen über das UFO von Roswell. 1997 wird der Roswell Report veröffentlicht und bietet auf den ersten Blick eine veritable Sensation. Die Air Force gibt zu, es war kein Wetterballon. Dann aber die ernüchternde Erklärung. Bei Roswell ging kein UFO nieder, sondern eine hochgeheime Spionagekamera, die an einem Höhenballon befestigt war. Die vermeintlichen Außerirdischen waren nur Dummies für Testzwecke. Die Regierung erklärt den Fall für abgeschlossen. Case closed. UFO-Experten sind empört. Sie beleidigen unsere Intelligenz. Wenn in Roswell nichts passiert ist, warum kommt die Luftwaffe nach 50 Jahren mit neuen Ausflüchten? Selbst Leute, die nicht an ein UFO in Roswell glauben, werden diese Erklärung lachhaft finden. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Im UFO-Museum von Roswell werden Beweise gegen die offizielle Version gesammelt. Angeblich glaubt ein Viertel der Amerikaner, dass die Regierung im Fall Roswell lügt. Die Behörden halten dagegen. Sie erklären die UFO-Sichtungen mit geheimen Tests. In den 40ern hatte die US-Luftwaffe Raketen aus Hitlers Reich erprobt. Wurden sie von Laien für UFOs gehalten? Oder vielleicht dieser geheime Prototyp, der tatsächlich ein bisschen Manöver. Verschwörungstheorien können Sie nicht durch Beweise, Gegenbeweise oder Mangel an Beweisen widerlegen. Wenn die Verschwörungstheorie sich ein geschlossenes Erklärungsbild gewoben hat, dann können Sie das von innen heraus nicht aufbrechen. Da hilft wenig, dass der Autopsiefilm als Fälschung entlarvt ist, wie auch andere angebliche Bilddokumente. Die Fantasie der UFO-Jünger wird weiter blühen. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja wirklich irgendwann Besuch von Mitbewohnern unseres Universums.
Unsere nächste Theorie weckt einen ungeheuren Verdacht. Hat ein gefeierter Präsident seine eigenen Matrosen geopfert, um das Land in den Krieg zu führen? Hawaii, Paradies im Pazifik, scheinbar abgeschieden von der Welt, ihren Problemen und ihren Kriegen. Bis zum 7. Dezember 1941. Japanische Flugzeuge greifen Pearl Harbor an und treffen auf so gut wie keine Gegenwehr. Doch kommt der Überfall wirklich so überraschend? Bei Pearl Harbor dreht sich die Verschwörungstheorie um die Idee, dass die Regierung um den bevorstehenden Angriff der Japaner wusste und ihn aber billigend in Kauf genommen hat, um den Kriegseintritt rechtfertigen zu können. Vor Pearl Harbor will die US-Bevölkerung mit dem Krieg, der schon in Europa tobt, nichts zu tun haben. Am Tag nach dem Überfall erklärt Präsident Roosevelt Japan den Krieg, das mit Deutschland verbündet ist. Drei Tage später folgt Hitlers Kriegserklärung an die USA. Jetzt unterstützt die Mehrheit der Amerikaner den Krieg gegen die Diktaturen. Doch es gibt viele offene Fragen. Vor dem Überfall knackt der US-Geheimdienst die japanischen Funkcodes. Dass ein Angriff droht, ist bekannt. Warum wird nicht gewarnt? Außerdem verdächtig, vor dem Angriff verlässt ein Teil der Pazifikflotte Pearl Harbor. Darunter neue Flugzeugträger und Zerstörer. Im Hafen bleiben alte Schlachtschiffe zurück aus dem Ersten Weltkrieg. Bringt die Navy ihr modernes Kriegsgerät in Sicherheit? Ein weiteres Indiz. Am frühen Morgen des 7. Dezember wird ein unbekanntes U-Boot in der Hafeneinfahrt von Pearl Harbor gesichtet. Ein US-Schiff verfolgt und versenkt den Eindringling. Fast zwei Stunden vor dem Luftangriff. Das kleine U-Boot kommt aus Japan und soll eigentlich zeitgleich mit den Bombern angreifen. Der Vorfall wird sofort gemeldet, Pearl Harbor aber nicht gewarnt. Warum ignoriert die Navy alle Signale? Warum gibt es nicht einmal einen Voralarm? Ist es vorstellbar, dass die US-Regierung für einen Kriegsgrund tausende Menschenleben geopfert hat? Den traut man ja alles zu. Bei Pearl Harbor, das ist durchaus möglich, ja. Weil die Amis, die haben schon immer Kriege gezettelt. Das kommt natürlich drauf an, welche Einstellung man gegenüber den Amerikanern hat. Ich weiß nicht, wer sich immer sowas ausdenkt. Das ist auch vollkommener Quatsch. Auch in diesem Fall liegen die Fakten seit langem offen. Die modernen Schiffe werden nicht abgezogen, um sie in Sicherheit zu bringen, sondern um den Japanern zuvorzukommen. Allerdings viel weiter westlich bei Midway, wo die Amerikaner den Angriff erwarten. Pearl Harbor bewusst schutzlos zu lassen, wäre strategischer Selbstmord gewesen. Im Hafen lagert der Ölvorrat der Pazifikflotte. Nur durch Zufall bleiben die Tanks vom Bombenhagel verschont. Dennoch wird Franklin D. Roosevelt immer noch von manchen zugetraut, die eigenen Leute geopfert zu haben, um England zu retten. Darin liegt auch gleich das schlagendste Gegenargument gegen die Verschwörungstheorie um Pearl Harbor. Franklin Roosevelt wollte in den europäischen Krieg eingreifen. Das bedeutete vielleicht auch, dass man gegen Japan kämpfen müsste, mit denen man in der Tat auch ganz massive Konflikte hatte. Aber Roosevelts Priorität war eindeutig Europa. Und was ist mit den abgefangenen japanischen Funksprüchen? Insbesondere solche hatte man auch abgehört und insbesondere deswegen wusste man auch, dass irgendeine Art von Angriff bevorsteht. Man wusste nicht wie, man wusste nicht wo, jedenfalls nicht so rechtzeitig, dass man das wirklich hätte noch kommunizieren können. Auch die Meldung vom versenkten U-Boot geht in den Mühlen der Bürokratie verloren. Am Ende sterben 2400 amerikanische Soldaten. Dem tragischen Versagen vom Dezember 41 folgt ein Krieg, aus dem Amerika und sein Präsident als Sieger hervorgehen.
Pearl Harbor bleibt ein nationales Trauma und allen Beweisen zum Trotz auch ein Magnet für Verschwörungstheorien. Wie wir sehen, ist so manche falsche Theorie trotz allem ungeheuer resistent, selbst gegen noch so klare Fakten. Um die Wahrheit zu verbreiten, braucht es Zeit und Zähigkeit. Doch die Geschichte macht uns Hoffnung. Dass an solchen etwa Hexen schuld sind oder dass die Erde eine Scheibe ist, an deren Rand ein Abgrund lauert, alles längst passé. Bis bald und tschüss.